Herzlich willkommen. Heute fahre ich die zweite Tour innerhalb von 2 Tagen. Gestern ging es um den Untersberg, heute geht es Richtung Waginger See. Die Tour wird ca. 100 Kilometer und 1000 Höhenmeter haben. Und den Link zur Tour gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß. So, jetzt sind wir bei der Hammerauer Brücke. Und jetzt geht's mal rüber nach Deutschland. Drüber über die Saalach. Da vorne ist jetzt der Vögel. Da geht's jetzt rauf. Da links oben durch den Wald. Und dann wieder runter nach Anger. Die Sicht ist heute sicher nicht ganz so phänomenal wie gestern, aber ich glaube, man kann sich nicht beschweren. Das ist auch immer ein traumhafter Abschnitt. Herrliche Umfahrung von den Straßen. Da ist kein Mensch unterwegs. Und was da rum vor allem auch noch toll ist, ein Hügel. Man kann endlos lange Touren fahren. Das Beste an dem Ganzen ist jetzt eigentlich, dass ich erst 11 Kilometer von Salzburg weg bin und trotzdem schon mitten in der Wildnis unterwegs bin. Jetzt haben wir wieder mal Anger vor uns. Da geht es jetzt einen wunderschönen Schotterabschnitt rauf und dann fahren wir nach Högelwirth. So, vorbei am Kloster Högelwirth. Ich glaube, hinter mir sieht man es noch. Und jetzt geht es mal Richtung Deisendorf. Das ist auch ein herrlicher Waldabschnitt. Viel Spaß! Es tut mir übrigens auch leid, dass sich so gewisse Abschnitte immer wieder wiederholen. Aber es ist halt leider immer noch Winter. Dadurch sind die Möglichkeiten doch recht eingeschränkt. Teilweise durch Schnee, man kann halt nicht so weit rauf. Eis, Holzarbeiten sind momentan auch ziemlich viel im Gange. Wenn es nächste Woche dann wirklich durchgehend jeden Tag 10 Grad hat, ich glaube, dann ist nicht mehr viel übrig vom Schnee. Nachher kommen wieder ein paar Touren mit ein bisschen mehr Höhenmeter und die dann ein bisschen wieder Richtung Chiemgauer Alpen gehen. Da wird es dann wieder ein bisschen spannender. So, jetzt geht's mal Richtung Waging. Ist eigentlich auch ganz ein netter Abschnitt. Die meiste Zeit am Radweg entlang. Also leider an der Bundesstraße. Und man hat zwischendurch recht schöne Ausblicke. Und
ja, geht relativ angenehm dahin. Falls es wen übrigens mal interessiert, das Ganze danach zu fahren. Erstens in der Beschreibung findet man den Link zur Komoot-Route. Zweitens den Teil, wo ich gerade durchgefahren bin. Ich glaube, die Kapelle, die da drinnen steht, die nennt man Maria Dann. Genau, das ist zwar zwischendurch mal ein Verbotsschild drin, aber es ist sogar ausgeschildert als Radweg. Also darf man durch. Aber es ist nicht recht bekannt, zumindest kommt mir das so vor, weil man begegnet fast nie wen. Jetzt haben wir einen schönen Schotterabschnitt wieder hinter uns und jetzt geht es dann gleich mal nach Waging. Und ich glaube, jetzt haben wir dann auch bald mal das erste Mal einen Blick auf den Waginger See. Wunderschöner Hof, wunderschöne Steigung. Inzwischen bin ich echt in einer komplett anderen Welt angekommen. Berge sieht man so gut wie gar keine mehr. Es ist halt die Facettenreichheit Bayerns. So schönes Fleckerl. Und das sagt der Tiroler, der in Salzburg wohnt. Jetzt kommt einer der schönsten Abschnitte des heutigen Tages. Da hat man dann einen herrlichen Blick auf die Seen. Ich vermute mal heute nicht ganz so einen guten Blick in die Alpen. Aber wenn ich es finde, poste ich noch ein Foto, wie es normalerweise von da ausschaut. Ah, darauf wird es warm. Und im Moment ist auch wieder windstill. Jetzt geht die Strecke mal weiter, immer entlang vom Waginger See. Wir nähern uns dazwischen wieder an, dann fahren wir wieder ein bisschen weg. Und die Route führt uns jetzt
bis nach Schönram. Und dort fahren wir dann in Schönram am Moor. So, in etwa 63 Kilometer habe ich jetzt schon mal hinter mir. Also sind es noch ca. 37. Ich muss schon sagen, ich spüre es echt auch wieder ein bisschen. Aber es geht besser als gestern. Das ist jetzt mal ein ganz neuer Abschnitt. Angeblich kommt man da vom Norden dann zum Schönramer Moor. Ich hoffe, es stimmt. Und ich hoffe, man kommt durch, aber ich glaube schon. Ist auf alle Fälle schon mal recht schön hier. Es ist immer wieder schön, wenn man ein paar so neue Routen ausprobiert und dann an Stellen rauskommt, an denen man dann so einen regelrechten Wiki-Moment hat. Da geht einem so richtig das Licht auf und man erkennt plötzlich, wo man jetzt wirklich ist. Das ist das Schöne, wenn man nicht immer das Gleiche fährt, sondern versucht, die Routen ein bisschen zu variieren. So, da. Auf geht's in Schönram am Moor. Schönram am Moor ist übrigens auch immer ein Highlight. Man kann es vor allem wirklich fast das ganze Jahr fahren. Und es empfiehlt sich echt auch, das mal ganz in der Früh zu fahren, wenn die Sonne drauf scheint. Und dann steigt überall der Nebel auf. Das ist so ein beeindruckendes Bild. Da habe ich sicher auch noch irgendwo ein Foto. Würde ich gleich zeigen. Der Abschnitt da bin ich vor gar nicht so langer Zeit gefahren. Da war das alles so weiß und da richtig schöne Schneelandschaft. So, das war jetzt nochmal ein schöner kurzer Abschnitt durch den Wald. Jetzt geht es eigentlich nur noch dahin auf schönen Nebenstraßen bis nach Freilassing und von da dann an der Saalach und der Salzach entlang bis nach Hause. Ich bedanke mich wieder mal für alle, die zugeschaut haben und freue mich natürlich über einen Daumen hoch und wenn ihr meinen Kanal abonniert, um die zukünftigen Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Grevelino.